Jo, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem heutigen Spiel gegen den Hamburger SV vor 6.932 Zuschauern hier im BWT-Stadion am Hartwald. Schön, dass mal wieder Zuschauer da waren. Gute Kulisse. Ich darf beide Trainer ganz herzlich begrüßen. Tim Walter vom Hamburger SV und Alois Schwarz von unserem SV Sandhausen. Und dem Gast gebührt natürlich das erste Wort. Tim, bitteschön. Vielen Dank. Ich glaube, dass wir heute zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen haben. Ja, das Entscheidende für mich ist nur, ja, dass man nach so einer ersten Halbzeit auch so in die zweite Halbzeit, mit einer zweiten Halbzeit zurückkommen kann. Das ist für mich heute entscheidend. Das, was vorher schon angesprochen wurde, dass es extrem schwer ist, hier zu spielen, dass es extrem hart ist, dass man sofort da sein muss von der ersten Sekunde, das haben wir gewusst, aber desto erfreulicher ist es dann auch, wenn man so eine zweite Halbzeit spielt, und von daher müssen wir damit leben. Wir haben jetzt in 23 Spielen nur 21 Mal nicht verloren, nur zweimal verloren, von daher den Punkt nehmen wir mit und fahren nach Hause und werden das Ganze analysieren und dementsprechend unsere Schlüsse draus ziehen. Vielen Dank. Ja, wir danken auch, und ich gebe nahtlos weiter an Alois Schwarz. Alois, bitteschön. Ja, den Punkt nehmen wir auch mit. Oder behalten wir hier sozusagen. Wir sind gut ins Spiel gekommen. Wir haben dem Gegner schon vor Probleme gestellt. Der Gegner musste viel breiter und nach hinten spielen. Wir waren sehr aktiv und belohnen uns dann mit dem 1-0. Schade, für uns sind natürlich solche Kleinigkeiten entscheidend halt zum Spiel, wenn man so ein zweites macht. Das leider nicht dann gegeben wird, spielt es natürlich besser in die Karten. Aber wir haben sehr, sehr viel investiert, das hat man auch gesehen dann, weil die zweite Halbzeit war, wie der Tim gesagt hat, komplett gedreht. Trotzdem wünsche ich mir natürlich, wenn man solche Fehler des Gegners besser annimmt, und wir laufen, glaube ich, 48 Minuten 2-1 auf den Abwehrspieler, da muss natürlich mehr draus kommen. Wenn du natürlich hier gewinnen willst gegen so eine gute Mannschaft, dann hinten raus, hat man schon gemerkt. Wir haben sehr, sehr viel Körner gelassen, mussten dann auch viel hinterherlaufen. Das Schöne war, und wir haben schon ein paar Spiele hier gehabt, wo es dann ganz zum Schluss sogar noch einen Genickschuss für uns gab. Das haben wir diesmal gut wegverteidigt, und so können wir mit dem Punkt eigentlich auch gut leben. Dankeschön. Gut, dann kommen wir nahtlos zu den Nachfragen. Haben wir für den Kollegen Philipp Langer noch ein Mikro? Ich fange dann schon mal gerade an, weil ich habe auch an Tim Walter zwei Nachfragen von der Rhein-Neckar-Zeitung und Christoph Offner. Einmal, Sie haben nach der Pause dreimal gewechselt. Waren die Neuen der Schlüssel für die deutliche Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt? Ja, wenn man wechselt, dann erhofft man sich immer irgendwas daraus. Und das war heute bedeutend besser in der zweiten Halbzeit. Und deswegen ist es aber kein Schlüssel, sondern wir sind ein Team. Ja, und wir spielen komplett 90 Minuten zusammen, und deswegen will ich jetzt das nicht sagen, dass, als ob das der Schlüssel war, aber es war definitiv eine Leistungssteigerung. Zweite Nachfrage, Sie haben als Trainer noch nie in Sandhausen gewinnen können, woran liegt das? Habe ich vor dem Spiel schon gesagt, ja, und auch immer wieder betont, dass es hier ja extrem schwer ist zu gewinnen, vielleicht für mich immer noch ein bisschen schwerer, aber ja, ein Trauma habe ich deswegen nicht, und dann fahren wir halt wieder hierher. Ich hoffe nicht im nächsten Jahr, vielleicht beim DFB-Pokal, aber ansonsten komme ich immer wieder gerne hier in die Nähe meiner Heimat. In die Nähe der Heimat, ja. Philipp, bitteschön. Ja, moin und hallo in die Runde. Danke, Markus. Florian Rebin von der Hamburger Morgenpost hat auch eine Frage. Was haben Sie Ihrer Mannschaft in der Halbzeitpause gesagt? Dass Sie ein paar Tore schießen sollen. Leider haben wir nur eins geschossen. Nein, einfach, dass wir im Gegensatz zur ersten Halbzeit viel mutiger sein müssen, mehr andribbeln müssen. Das haben wir bereits vor der Partie den Jungs mit auf den Weg gegeben. Das haben sie nicht gut gemacht in der ersten Halbzeit. Dass wir im Gegenpressing viel aggressiver und viel präsenter sein müssen, weil das ist unser Spiel. Ja, da sind wir, glaube ich, fast nicht zu bezwingen mit der Art und Weise, wie wir ins Gegenpressing gehen. Das haben wir in der ersten Halbzeit nicht gemacht. Dann haben wir auch viele Bälle verloren. In der zweiten Halbzeit war das aktiver. Ja, und wir haben es besser vorbereitet. Und deswegen glaube ich, dass auch in der zweiten Halbzeit das Gegenpressing viel mehr war und viel besser war. Und deswegen haben wir uns auch ein Stück weit belohnt. Leider nicht ganz. Florian Rebin möchte außerdem wissen, wie können Sie sich den Auftritt in den ersten 45 Minuten erklären?
Ja, mir ist es viel wichtiger, wie der Auftritt in der zweiten Halbzeit war. Und der war meiner Meinung nach sehr gut. Und deswegen gibt es solche Phasen und es gibt solche Halbzeiten auch mal in einem Spiel, weil der Gegner natürlich auch immer sein Übriges dazu beiträgt. Und ich glaube, dass man dann in der zweiten Halbzeit die richtige Reaktion gezeigt hat. Und das ist für mich entscheidend. Moritz Heyer ist normalerweise stabil und zuverlässig. Diesmal war es gar nicht sein Spiel, war er nach seiner Verletzung doch noch nicht wieder ganz fit. Im Nachhinein kann man es immer sagen, Mo ist ein sehr, sehr guter Spieler und ganz, ganz wichtig für unsere Mannschaft. Und von daher ist es überhaupt gar kein Problem. Wir bauen ihn auf und er zieht sich selber noch daraus und dann passt das wieder. Henrik Jakobs möchte noch wissen, wurden Sie in der Halbzeit laut oder mussten Sie nur taktische Veränderungen vornehmen? Ja, darum geht's. Es geht nicht darum, Emotionen zu zeigen, weil wer Emotionen zeigt, verliert den Kopf. Und es war eher so, dass man versucht hat, an verschiedenen Stellschrauben zu drehen, auch mit Wechseln. Und ich glaube, dass das viel entscheidender ist im Fußball, dass man die Emotionen immer im Zaum halten muss, ja, an der Linie. Kann es auch mal ein bisschen lauter werden, aber wie gesagt, trotzdem muss man immer kühlen Kopf bewahren. Außerdem möchte Henrik Jakobs vom Abendblatt noch wissen, können Sie verraten, was Sie Ihren Spielern hinterher im Kreis gesagt haben? Nein, das kann ich nicht verraten, weil das ist Internes. Und ich kann nur so viel verraten, das war ein bisschen ähnlich, wie ich es jetzt in der Medienrunde sage. Sehr gut. Ich glaube, die Fragen vom Kollegen Kai-Uwe Hesse von der Bild-Zeitung haben wir auch alle schon beantwortet. Insofern vielen Dank, gut. Markus. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Philipp. Dann machen wir schnell weiter hier mit Alois Schwarz und zwar Christoph Hofner, Rhein-Neckar-Zeitung. In der ersten Halbzeit hatte ihr Team den HSV sehr gut im Griff, presste hoch, eroberte immer wieder früh die Bälle. In den zweiten 45 Minuten war der HSV spielbestimmt, ließen die Kräfte im zweiten Durchgang nach. Ja, das habe ich vorher schon im Statement gesagt, natürlich, dass wir viel, viel Körner gelassen haben. Aber der HSV hat es auch geschickter gemacht und sie haben oft überlagert über die Flügel, da sind wir nicht ganz klar gekommen und haben sie gut gemacht, dadurch sind wir viel hinterhergelaufen. Hatte Pascal Destroth körperliche Probleme oder warum die frühe Auswechslung? Früh kann man immer drüber streiten, das war glaube ich 60. Minute oder so und ich wollte einfach vorne ein bisschen mehr Schwung haben und Maurice hat beides. Er hat Tempo und hat auch ein Kopfballspiel. Deswegen habe ich da versucht, dementsprechend da zu reagieren. Leider ist das Tor in diesem Moment gegen uns gefallen. Wie bewerten Sie die Szene beim aberkannten 2:0? War es die richtige Entscheidung? Ich habe es nicht gesehen. Aber angeblich ist es so, dass wenn die Hand irgendwie dran ist und es Folge daraus ein Tor entsteht, zählt das Tor nicht, obwohl die Hand nicht aktiv zum Ball geht. Wir hatten das ähnlich gegen Nürnberg hier, nur da hat das Tor gezählt. Also manchmal blicke ich auch nicht durch. Ihre Mannschaft hat ja noch ein gutes Spiel gemacht, dass man auch gegen ein Top-Team mithalten kann, hat man gezeigt. Gibt das ein gutes Gefühl für die kommenden Wochen und Aufgaben? Ja, es gibt ein gutes Gefühl. Wir haben jetzt in den letzten Spielen die Art und Weise, die wir haben, sehr, sehr gut gezeigt. Wir haben eine Konstanz in Ergebnissen drin gehabt und das gibt ein gutes Gefühl. Zwei Fragen haben wir noch. Andreas Lind, Schwetzinger Zeitung. Ärgern Sie sich, dass die ein oder andere aussichtsreiche Chance nicht konsequent zu Ende gespielt wurde? Ja, das habe ich vorher gesagt. Also da ärgere ich mich schon, wenn man diese Möglichkeit hat, wenn der Gegner einen so in die Füße spielt und wir haben eine 2-gegen-1-Situation und ist schon kläglich dann vergeben worden. Ja. Trotzdem muss man immer die Kirche im Dorf lassen. Ja. Und letzte Frage, Marco Wüsselmann, Headline 24. Sie haben kurz nach Abpfiff noch mit den Schiedsrichtern diskutiert. Um welche Situation ging es? Ja, wir haben nicht diskutiert. Wir haben uns ein schönes Wochenende gewünscht und haben eine gute Leitung von ihm gesehen und ist ein angenehmer Schiedsrichter. Gut, dann war es das für heute. Vielen Dank den Gästen aus Hamburg. Gute, zügige Heimfahrt. Und weiterhin viel Erfolg. Und wir freuen uns, das nächste Spiel steht am nächsten Sonntag an. Dann sind wir auswärts beim 1. FC Heidenheim. Bis dahin, viel Spaß, ans Jubiläumstrikot denken. Bis dann, tschüss.